I'm made of. Die suchen jemanden, los, wir helfen mit! Alles klar, Tails, und damit willkommen zurück zu Let's Play Sonic Colors für Nintendo DS hier bei Crush 40fig 89. Weiter geht's mit den Missionen vom Aquarium Park und natürlich auch mit dem Boss in diesem Part. Also, ohne große Umschweife, los geht's! Froggy, komm zurück! Oh! Hey, war das? Oh, hey. Big the Cat! Oh, wo ist er nur abgeblieben? Alter! Das war sein allerletzter Auftritt, bevor er einfach wegrationalisiert wurde. Ich dachte zuerst, es wäre ein April-Scherz von Sega gewesen, dass sie ihn rausgeworfen haben, aber anscheinend ist er doch nicht. Anscheinend ist er doch endgültig rausgeschmissen worden, weil Big the Cat ist seitdem in keinen anderen Sonic-Game mehr aufgetaucht. Hier in Sonic Colors DS war das sein allerletzter Auftritt. Ich hab meinen Freund Froggy verloren. Hey Big, bist du den ganzen Weg hergekommen, um deinen Freund zu finden? Er muss irgendwo sein. Hast du schon da drüben bei der Bahn nachgesehen? Ich hab's versucht, aber sie meint, ich muss erst einen Test bestehen. Ein Test mal zu einer Mission? Okay, ich erledige das für dich. 20 Feinde bezwingen, das kann doch Big auch ganz alleine. Der räumt da auf, aber okay, wenn er meint, dann machen wir's halt selber. Sorry, Buddy. Ach, ich vermisse Big so sehr. Bitte bringt ihn wieder in ein Sonic Game zurück und auch spielbar. Mein Gott. Sega. Tut uns doch so etwas nicht an. Es gibt viel zu viele Big the Cat Fans hier. Die jetzt traurig darauf warten, bis dass er wieder zurückkommt. Ich dachte, ich hätte ein paar Feinde unter Wasser übersehen. Ich glaube, ich starte das nochmal neu und versuch's. Ich versuche jetzt gar nicht da nachzugucken, weil ich fürchte, dass hier keine Feinde an der Stelle unter Wasser sich befinden. So, jetzt haben wir doch endlich den Bohrer ein. Und nehmen möglichst alle Feinde mit, wollte ich sagen, aber ja. Das konnte ich leider vergessen. Na gut. So. Immerhin funktioniert das. Nein, was machst du denn? Meine Fresse. Stell dir doch nicht so an. Wow, nein, da sind noch Feinde. Alter. Da habe ich jetzt einen Haufen Feinde verpasst. Nichts gut. Okay, was soll's. Die nehme ich mal halt jetzt alle vor. Das sammle ich noch schnell ein, wenn ich schon dabei bin. Oh Mann. Ringe. Ich brauche Ringe. So, oh! Die auf keinen Fall vergessen. So, noch 4 Feinde übrig, aber es wird langsam knapp. Noch... Jawohl! Geschafft. Passt! Und sogar alle Sternringe. Ich hätte also den Level schon so gut wie mit 100% abgeschlossen. Tut mir leid, Big, ich habe Froggy nicht gesehen. Oh nein, wo steckt er nur? Du findest ihn bestimmt bald, Big. Vielleicht ist er schon längst nach Hause gegangen. Das kann es sein. Das kann sein. Ach, ich habe mich verlesen. Das kann sein. Ich werde mal nachsehen. Und wir sollen uns wieder unserer Aufgabe zuwenden. Ja, der Erfüllung der anderen Missionen. Dann mal los. Mission 2. Was ist das für ein Ort, Sonic? Ein Wasservergnügungsbereich. Das Aquarium sieht toll aus, oder? Na, eigentlich ist es ein Aquarium, stimmt der. Ein gigantisch großes. Ja, zugegebenermaßen, obwohl es von diesen Fiesen errichtet wurde. Amy! Ah, Sonic! Amy! Endlich, weißt du, wie anstrengend es ist, dir hier hinterher zu rennen? Aber gerade das macht dich ja so interessant. Ah! Amy, nun beruhig dich doch! Also echt, jetzt wo ich dich gefunden habe, will ich dich in Aktion sehen. Bitte! Dass hier rechnen die Zeit abläuft. Oh Gott, das kann noch gut. Das kann nur gut werden. Okay, okay. Dann mal los. Mit Full Speed zum Ziel. So schnell es nur geht.
Bislang läuft es ja ganz gut, aber gerade jetzt höre ich, dass mein Handy wieder vibriert und das bedeutet nur eins, es will mich wieder jemand anrufen, obwohl ich es jetzt gerade nicht brauchen kann. Und zum Teufel, da ist noch eine Zeitbox, die habe ich total übersehen, das sind sogar 10 Sekunden. Eieieiei. Ich gehe mal kurz ran. Okay, auf ein neues. So, und dieses Mal muss es klappen. Halt schade, dass man jetzt den Level ohne Fehler möglichst durchstehen muss. Die Chance ist mir diesmal nicht entgehen. Ach, leck mich doch. Ich hasse diese Gegner. Die nerven brutalst. So. Mann, jetzt schnell. Hoch da. Und jetzt Full Speed ahead. Oh Mann, eh. Komm schon, Kristall. Erscheine wieder, weil ich brauch dich nämlich hier. So und besser. Wie soll ich denn bitte schön darauf kommen? Wie hätte ich denn die Zeitbox bitte kriegen können? Na, egal, jetzt habe ich ja die... Was? Ey, ich habe gedrückt für die Homing Attack. Was soll das? Also manchmal will mich die Steuerung wohl verarschen. Aber sowas von. So, jetzt aber Full Speed. Ich möchte jetzt endlich ans Ziel schaffen können. Alter. So. Ohne ein Leben zu verlieren, bitte. Ich weiß gerade nicht, ob das Act 1 oder 2 ist, das ich gerade spiele. Ich glaube, das ist Act 2. Na, das werde ich eh am Ende dann sehen. Wenn dann diese Rutsche kommt, dann ist es Act 2. Man spielt einen jeweiligen Act bei dieser Zeitmission, den man schon abgeschlossen hat. So schnell da. Aha, hier wird der Laser Wisp benötigt. Da habe ich also den Laser Wisp übersehen. Okay. Na, immerhin habe ich die Zeitbox zerschaltet. Oh! Übersieh bloß jetzt keine Zeitbox und lauf jetzt nicht in irgendein dummes Hindernis. Der könnte sich jetzt nützlich erweisen hier an der Stelle. Aber das muss irgendwo eine Laserstelle sein. Wo ist sie denn? Oh nein, jetzt habe ich... Ach, was soll's. So, immerhin kann man sich hier besser durchs Wasser bewegen. Ich könnte mich natürlich auch etwas schneller bewegen, aber ich will jetzt nicht riskieren, zu sehr in die Stacheln zu... Also in die Stacheln zu geraten. Achso, hier. Laser Wisp. Sorry. Habe ich jetzt nicht gerade daran gedacht. Aha. Act 2 war das. Okay. Das passt schon, aber... kein einziger Sternenring weit und breit. Vielleicht ist er hier wieder ein Ende. Also gegen Schluss. Also so hier. Habe ich die Zeitbox überhaupt eingesammelt? Ist egal, ich habe trotzdem noch mehr als genug Zeit gehabt. Also, die Zeitmission war eigentlich gar nicht so schwer. Das war ein Klacks. Ah, das war einfach traumhaft. Du bist der beste Sonic, heirate mich. Musst du immer gleich ans Heiraten denken? Man wird ganz wirklich voller des Wiedersehenfreude. Okay, du musst dich jetzt mal wirklich beruhigen, Amy. Allerdings. Sag mal, Tails, wie wär's, wenn ich das dir überlasse? Sonic, warte! Ach, Sonic. Okay. Letzte Mission. Was ist da drin? Sehen wir mal genauer nach. Okay. Da drüben scheint was los zu sein. Vogel, wo bist du? Ich weiß, du machst die Zombie, aber du solltest nicht hin. Ah, Sonic, da bist du ja. Hey, Amy, ziehst du nun Big in deine verrückte Welt? Das ist deine Schuld, weil du ständig verschwindest. Big weiß, wie wichtig es ist, dass wir beide zusammen sind. Also, ich meine, irgendwie macht es mir sehr schwer, sie zu mögen. Ich muss schon sagen, das ist jetzt ein bisschen übertrieben, was sie da sagt. Wirklich, ich muss sagen, die Amy in Sonic Boom gefällt mir wirklich um einiges besser.
Ich suche eine, hat uns müde gemacht. Los, Sonic. Los, und da hat er uns. 200 Ringe. Unterhalten. Pff. Ja. Okay. Meinetwegen. Alles für die Sonic-Fans. Okay. Aufpassen. Die Stacheln sind gemein und man kann hier außerdem noch abstürzen. Wow. Alter Schwede. So, wo brauchen wir den? Hier. Juhu. Das finde ich doch nice. Oh je. Naja. Nicht so schlimm. So, jetzt die richtige Position finden. Ach. Das geht. Okay, hier wird der Laserwisp im Überfluss benötigt. Oh nein, das war Fail. Oh man. Das war ja purer Fail. Mit den 10er Ringen möchte ich nicht auslassen, ne? Alter, diese Missionen. So. Jum. Nein! Bleib bloß oben. Jumpa. So. So ist es auch schon. Viel besser. So. Jetzt hier. Laser Wisp Power! So, in den richtigen Moment. Oh. Hätte besser laufen können, meiner Ansicht nach. Ah, aber das lief ganz gut. Man muss ja schon von Anfang mit den Laser Wisp gut zielen. Echt nicht leicht, das zu bewerkstelligen. Oh Mann. Oh! Mann, da bin ich. Ah, war das dumm von mir. Verdammt! Ey, die 10 Ringe! Nein! Die will ich auch haben! So. Ohne die gehe ich nicht weiter. So, und jetzt. Achso! Jetzt habe ich extra verdrückt, ich Idiot. Boah, hier geht es echt aufzupassen. Man sollte sich jetzt keinen so groben Fehler erlauben. So. Na. Das war leider ein bisschen zu früh. Das Timing ist echt krass mit dem Laser Wisp. So. Aber jetzt sieht es nicht schlecht aus. Nein! Okay. Das geht noch. Komm schon. Oh nein, ich habe kein Turbo, um die Ringe schneller einsammeln zu können, aber ich habe es doch noch geschafft. Und ich glaube, ich habe sogar alle Sternringe. Geschafft! Oh wow, du bist echt ein Held, Sonic! Von der ganzen Rennerei bist du sicher hungrig, hm? Zum Glück habe ich für Pate was angebracht. Lass uns was essen, Sonic! Ein Picknick beim Aquarium! Das ist ein richtiges Rendezvous, nicht wahr? Das sieht ja köstlich, ob ich wohl was abhaben könnte. Ihr wisst aber schon, dass wir mitten in Eggmans Basis sind, oder? Oh Mann. Na denn, guten Appetit, möchte ich nur sagen. So. Der große Fisch sieht nach Ärger aus, Sonic. Ganz richtig. Eine verbesserte Version vom zweiten Boss. Dann starten wir mal durch, ne? So, wie stellen wir das am besten an gegen den? Ich glaube. Hier. Nein! Der hätte mich beinahe zum Absturz gebracht. Der ist leider Gottes manchmal elektrisch geladen. So, aber jetzt Laser. Komm schon. Nein! Wie konnte ich nur daneben hauen? Hoch da bitte. Okay, Moment. Ich glaube, da mache ich es ein bisschen falsch. So. Diesmal muss es aber klappen. Ich weiß ja das Prinzip vom Boss. Ah. Okay, das gibt jedes Mal eine Blase. Wenn man das berührt, ne? Ja, genau. So kann ich jedes Mal meinen Luftvorrat auffüllen. Ach so! Moment. So hätte ich es eigentlich machen sollen. Hätte ich den Fisch direkt auf ihn zurückwerfen können. So, jetzt aber. Bam! Genau das wollte ich doch auch erreichen. Nice.
Was macht der jetzt? Oh. Er erzeugt einen Strudel. Hilfe! Moment, den roten sollte ich erwischen. Arg! Nein! Da stürze ich ab. Nee. Ich dachte, ich könnte den erwischen. Ich glaube, das wäre das Ziel gewesen. Na warte, Freundchen. So, Achtung. Bam. So geht's auch. Da stürzt er ab. Yes, nice. So, da bekommt er noch ein Laserwiss ab, wenn ich schon dabei bin. Yes, perfekt. Und jetzt dreht er aber durch. Oh, oh. Vorsicht. Wow. Aufpassen. So, und jetzt aber tschüss, Lutscher. Ha, so schnell hätte man ihn wieder bezwingen können. Oh yes, baby. Was ist denn mit dir, Kerl? Ist er etwa verärgert? Das Rumgrüpfen würde mich verrückt machen, sagt er. Das ist doch gar nichts. Ein bisschen Bewegung ist gut für Körper und Geist. Haha, ihr beide habt euch Gesuchte gefunden. Jäger sagt, er hätte genau dasselbe gedacht. Ich bin vielleicht so schnell wie er, aber ich kann auch auf cool machen. Hey, hast du mir etwa erzählt, was ich gerade gesagt habe? Keine Panik, ich sag, sie von nun zur Seite stehen werden. Wenn wir jetzt schon so ähnlich sind, dann muss ich ein gutes Beispiel setzen. Wieso muss er eigentlich das übersetzen, was sie sagen? Weil, das muss doch nicht sein. In der Wii-Version, da kann Sonic mit ihnen normal reden, ohne... Also kann Sonic mit ihnen normal reden und die verstehen ihn trotzdem. Der Übersetzer braucht er nur, um die Aliensprache übersetzen zu können. Komisch. Durch dieses Riesen-Alien ist die Kontaktkontrolle fast voll. Riesen-Alien. Fangt mir sofort die restlichen Aliens ein. Aber plötzlich! Also, wenn ich so kurz vor dem Tisch stehe, wäre es mit einem Nickerchen. Schon wieder? Wobei eine Pause wäre schön, ehe Sonic wiederkommt. What? Ihr Schlachtlasse schlaft erst wieder, wenn das Ding voll aufgeladen ist! Alles klar, Chef, wir sind schon unterwegs! Das ist der wichtige Moment im Kampf gegen Sonic danach. Mein Park ist fertig und ich kontrolliere die Gedanken aller Wesen. Tja, damit ist die allerletzte Welt freigeschalten worden. Der Asteroid Coaster. Die höchste Fahrt im Park sorgt für Spannung. Und diesen werden wir dann uns im nächsten Part vornehmen. Und wie immer gilt es, wenn es gefallen hat, dies zu bestätigen mittels eines Klicks auf den Like-Button unter dem Video. Und dann sind wir wieder beim nächsten Mal. Ich hoffe, ihr seid dann wieder mit dabei. Seid gespannt und klickt wieder rein. Euer Crush44GTN. Bis zum nächsten Part von Let's Play Sonic Colors für Nintendo DS. Also auf Wiedersehen und tschüss, Leute.